Durch die Lektion 242 erinnern wir uns gemeinsam. Dieser Tag gehört Gott. Er ist meine Gabe an ihn. Wem folgst du? Wer ist dein Führer? Wenn du das nicht weißt, dann folgst du dem Ego blind. Und wie kannst du herausfinden, ob du dem Ego folgst oder dem Heiligen Geist? Den Heiligen Geist könnte man auch als dein hohes Selbst bezeichnen, deine innere Stimme. Wenn du in die Welt schaust, da siehst du eine Lampe, ein Sofa, ein Auto, ein Baum, ein Haus, ein Fahrrad, eine Straße, den Mond und die Sonne. Und das ist in der Regel erfahrbar als außerhalb von dir. Du bist das nicht. Du bist nicht der Baum, du bist nicht der Elefant und du bist nicht der Delfin und auch nicht der Stern, der Rosenquarz und die Heilkräuter. Und das alles findet außerhalb von dir statt. So geht es den Getrennten. Und wenn du das heute bekommst, was ich dir weitergebe, dann hast du einen total wertvollen Schlüssel in der Hand. Und wie findest du heraus, ob du auf das Ego Stimme hörst oder auf dein hohes Selbst, auf deine innere göttliche Stimme? Wenn du von dir sagst, du bist ein Körper, wenn du von dir sagst, du bist schön, du bist dick, du bist dünn, du bist schlank, du bist groß, klein, dies ist gefährlich, dies ist ungefährlich, hier ist eine Diagnose, eine schwierige Krankheitsdiagnose, das ist eine leichte Diagnose, hier musst du sterben, hier lebst du weiter, dein Name ist. Oder heute ist ein schöner Tag und heute ist ein schrecklicher Tag. Und heute ist ein Tag, an dem es so geht, weil es ist Wochenende. Zwar nicht so schönes Wetter, aber dennoch machen wir das Beste draus. Diese Stimme, du bist in einem Problem, die kannst du beobachten. Du kannst diese Stimme beobachten. Schau mal genau hin. Diese Stimme kannst du beobachten. Du kannst beobachten, heute gehe ich wandern. Nee, heute gehe ich nicht wandern, weil das Wetter ist schlecht. Ich gehe lieber einen Kaffee trinken mit meiner Liebsten. Heute gehen wir schwimmen. Nee, wir gehen nicht schwimmen, wir gehen lieber in die Sauna. Und diese Stimme kannst du beobachten. Ist dir das schon mal aufgefallen? Und alles, was du beobachten kannst, so wie der Baum, kannst du beobachten, das Auto kannst du beobachten, die Straße, die Welt, die Sonne, den Mond, die Sterne, den Tod, die Gesundheit, die Krankheit, die Freude, all das kannst du beobachten. Du kannst einen Vogel im Flug beobachten und einen Wurm, der auf dem Boden kriecht.
Und alles, was du beobachten kannst, bist du nicht. Im metaphysischen Sinne ja, aber das ist etwas anderes, aber du bist es nicht. Du fühlst dich jetzt nicht eins mit dem Baum oder mit den Dingen. Alles, was du beobachten kannst, bist du nicht. Und die Stimme in deinem Kopf kannst du auch beobachten. Aber, und jetzt kommt's, du bist diese Stimme nicht. Hast dich aber daran gewöhnt, dieser Stimme zu glauben. Hast dich daran gewöhnt, zu glauben, dass du, Name, diese Stimme bist. Und das ist nicht wahr. Du, Name, bist diese Stimme nicht. Du bist diese Stimme nicht. Du hast dich mit ihr identifiziert. Aber sie hat rein gar nichts mit ihr zu tun. Aber solange du dieser Stimme glaubst, glaubst du natürlich, diese Stimme zu sein. Und alles, was du beobachten kannst, bist du nicht. Das könnte man heute nicht oft genug wiederholen, damit du dich immer wieder daran erinnerst. Wenn heute die Stimme zu dir sagt, das ist sehr gefährlich, wir müssen uns Sorgen machen um die Zukunft, das ist voller, wir müssen hier Angst haben, hier ist ein Riesenproblem, mein Mann ist, meine Frau ist, meine Kinder sind, diese Stimme bist du nicht. Es ist die Stimme, die wir Ego nennen. Und sie erzählt dir den ganzen Tag etwa, es wird gesagt, etwa 60.000 Gedanken am Tag. Manche schaffen 70.000 in ihrer Hochleistungsphase, wenn die Probleme 10-fach mehr sind. Und diese 60, 70, 80.000 Gedanken, die wir da produzieren am Tag, die dienen nur dazu, um nicht zu bemerken, dass es in dir noch eine Stimme gibt, die du bist. Und wenn du diese Stimme hörst, die du bist, dann weißt du, was du bist. Denn diese Stimme aus deinem hohen Selbst, aus Gott, die ist sanft, friedlich, lichtvoll, liebevoll. Und manchmal erfahren wir diese Stimme als sanftes, liebevolles Gefühl. Manchmal hören wir Worte in uns. Wir hören Informationen in uns. Und manchmal sind wir einfach nur in Schönheit und in Anwesenheit der Stimme. Das ist sehr unterschiedlich, wie es dich erreicht. Und dennoch, wenn du diese Stimme wahrnimmst, weil du still geworden bist, wirst du den Unterschied deutlich bemerken. Und das Verrückte an dieser ganzen Geschichte ist, auch diese Stimme, die Stimme Gottes, spricht den ganzen Tag zu dir. Und du kannst nichts ohne die Stimme Gottes hören. Du kannst nichts ohne Gott sehen. Du kannst nichts ohne Gott wahrnehmen. Du kannst der nächste Atemzug, du glaubst doch nicht, dass dein Körper aus sich heraus existiert. Also dieser Geschichte solltest du doch mal hinterfragen. Durch was lebe ich? Wer führt mich? Wem möchte ich folgen? Dieses, was du erfährst, ist ein Traum und die Kraft, die du da und die Energie, die du dazu benutzt, kommt aus deinem Christusgeist, aus deinem hohen, wahren Selbst.
Und wir haben uns in diesem Traum verirrt. Und dennoch ist die Stimme immer noch da. Und alles, was die Stimme des Egos sagt, was du bist und was du werden solltest, ist alles horizontal. Horizontal ausgerichtet, alles in der Zeit ausgerichtet. Auch daran kannst du es identifizieren, wessen Stimme du dir gerade folgst. Und wir sind eingeladen, in die totale Vertikale zu gehen. Konzentriert zu sein, bewusst zu sein, ausgerichtet zu sein nach oben, in die Welt des Himmels. Okay, nochmals zusammengefasst. Die Stimme, die dir erzählt, was du alles bist und wer du noch alles zu werden hast und wie gefährlich die Welt oder wie schön sie gerade ist, das ist die Stimme des Ego. Und diese Stimme bist du nicht. Alles, was du beobachten kannst, bist du nicht. Und die innere Stimme, die dir von Gott gegeben wurde, die Vertikale, die ist allgegenwärtig verfügbar und wartet, bis du nach innen lauschst und bereit bist, sie zu hören. Vielleicht anders formuliert, sie wahrzunehmen, sie zu erkennen. Und den Frieden darin zu erfassen. Dieser Frieden, hier enden die Worte. Es ist ein weiter Ozean. Stillen Gewahrseins. Übe dich heute darin, wem du folgen willst. Übe dich darin, wer dein Führer sein will, soll. Denn wenn wir den Tag Gott geben und wenn dieser Tag eine Gabe an ihn ist, dann müssen wir wach bleiben. Wir müssen aufmerksam sein. Denn das Ego ist auch sehr aufmerksam. Es weiß sehr genau, wann du beginnst, seiner Stimme nicht mehr zu folgen, dann wird es dir vehement irgendwelche Themen bringen, die wieder sehr, 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 sehr wichtig sind. Und was ist dir wichtiger heute als Gott? Hast du dich das schon mal gefragt? Was ist dir wichtiger als Gott? Ja, aber dieses Problem, wenn du wüsstest, ja, ich weiß. Ich weiß tatsächlich. Und ich frage dich dennoch, was ist dir wichtiger als Gott? Weiterhin ein Problembewältiger zu sein, der sich um seine Beziehungen kümmern muss, weil die gerade so schwierig sind. Willst du ein Problembewältiger sein, der sich um seine Eltern, die Beziehung der Eltern kümmern muss, des Partners und die Beziehung zum Geld und zu den Beziehungen zu deinem Job? Das sind die Problembewältiger, die noch nie ein Problem gelöst haben. Oder ist es dir heute wichtiger, mit Gott zu sein? Ihm die Gaben zu geben, die du empfangen hast. Und dann wirst du dich mit Gott bewegen. Und dann wirst du in Gott tanzen und spielen und lachen. Und dann wirst du deine Freiheit erfahren, die du nicht in der Bewältigung deiner Probleme befindest. Denn die bringen wieder weitere Probleme. Du hast viel Geld erwirtschaftet, was du immer wolltest, und jetzt musst du das noch verwalten. Ist ja alles bedroht. Weltwirtschaftskrise kommt und dann müssen wir das wieder irgendwo sichern.
Und. Merkst du nicht, wie lustig das ist? Entschuldigung für den Namen, wie kindisch das ist? Wie kleinkrämerisch? Ich muss erst noch dieses Problem lösen und dann kann ich Gott folgen. Und dann kann ich ihm meine Gaben geben. Und erst dann bin ich es wert, wenn ich ein guter Mensch bin. Sei kein Gutmensch mehr. Sei erlöst. Die Gutmenschen brauchen wir, jemanden, der nicht so gut ist. Und das ist dann wieder die Beziehung. Oder du musst gesund werden, um dich Gott hinzugeben. Nein. Folge dieser fremden Stimme nicht mehr. Identifiziere sie. Mache dir klar, dass du diese fremde Stimme nicht bist. Denn die fremde Stimme hat überhaupt keine Ahnung, was du bist. Denn in Wahrheit, du bist Licht. Und die fremde Stimme ist Dunkelheit. Und sie kann nicht ins Licht schauen. Aber sie sagt dir, schau nicht ins Licht, da ist es gefährlich. Da werde ich dich verlieren. Ja. Heute bist du eingeladen, dich zu verlieren, dich zu vergessen, dich und deine wichtigen Probleme zu vergessen. Denn sie sind nicht wahr. Sie sind nur eine Illusion. Ja, aber was machen wir dann, wenn ich nur eine Projektion und eine Illusion bin? Dann kann ich ja nicht mehr wandern gehen oder dann, warum soll ich dann noch irgendetwas tun? Ja, dann beginnst du zu lieben. Erst vergeben, erst anwenden, dann verstehen. Erst das Haus bauen und dann kannst du darin wohnen. Du kannst ja noch 10 Jahre vor dem Grundstück sitzen und sagen, das wäre schön und dieses Haus baue ich so oder so. Nein, ich lese noch ein weiteres Buch über Architektur. Das bringt mich dann weiter. Erst kochen, dann wirst du merken, wie das Essen schmeckt. Erst praktizieren und dann wirst du herausfinden, welches Geschenk darin liegt, wenn du heute deine Gaben, ja, aber Gottfried, was für Gaben habe ich denn? Das wirst du sehen, wenn du sie Gott gibst. Komm, wir machen mal zusammen das kleine Experiment. Und du musst überhaupt nicht wissen, was du jetzt tust. Wir nehmen uns einen kleinen Augenblick und du wirst sehen, es ist nicht lange. Wir nehmen uns diesen kleinen Augenblick und du sagst einfach nur, Gott, meine Gabe gebe ich dir. Dieser Tag gehört dir. Und wie fühlt sich das an? Anders da? Komisch? Vielleicht sogar friedlicher? Du musst schon wissen, dass du die Gaben Gottes in dir trägst. Und wenn du die Gaben, die in dir sind, nicht weitergibst, ja, wie willst du dann wissen, dass du sie überhaupt hast? Wenn du den Segen Gottes nicht weitergibst, wie willst du ihn dann erfahren? Was ich gebe, empfange ich. Und du bist heute aufgefordert, die Gaben Gottes zu geben. Und wenn du heute die Gaben Gottes gibst, dann wirst du sie überall erfahren. Beim Wandern, beim Abendessen, beim Tanzen gehen, beim Kaffee trinken gehen, überall, wo du bist, wirst du die Gaben Gottes empfangen, weil du sie gibst.
Und kann dieses aus dem Ego kommen, können diese Worte dir dein Ego erzählen? Dein Ego sagt dir erst, ja, warte mal, halt, stopp, stopp. Wir müssen erst mal etwas haben, damit wir es geben können und noch überlegen, ob das mein Vater überhaupt und meine und die Beziehung überhaupt, ob es da wert ist. Fang doch heute mal mit deiner innigsten, intimsten, erotischsten und prickelsten Beziehungen an, die du überhaupt hast. Mit Gott in dir. Fange doch mal mit der größten Freundschaft an, die du überhaupt jemals haben wirst. Mit Gott in dir. Und was ist, wenn du heute nur noch Gott beschenken willst? Wie lebendig wirst du dich fühlen? Wie großartig wirst du dich fühlen? Und wie viele Millionen von Menschen wirst du damit beschenken? Ja. Wie viele Millionen Menschen wirst du heute Frieden geben, wenn du diese Lektion anwendest? Wie großartig wirst du dich erfahren, wenn du beginnst, die Gaben Gottes heute zu geben? Ich will mein Leben heute nicht alleine führen. Ich verstehe die Welt nicht. Somit muss der Versuch, mein Leben alleine zu führen, töricht sein. Doch da ist einer, der alles weiß, was mir zum Besten dient. Und er ist froh, keine Entscheidungen für mich zu treffen, außer denen, die zu Gott führen. Diesen Tag gebe ich ihm, denn ich möchte meine Heimkehr nicht verzögern, und er ist es, der den Weg zu Gott kennt. Ja, wer ist denn dieses Er, groß geschrieben, der diesen Weg zu Gott kennt? Ist es dein Ego, das Probleme sieht in der Welt und Konflikte mit den Kindern und mit dem Ehemann und mit der Ehefrau? Ist es diese Stimme, die dich zu Gott führen kann? Oder ist dies die fremde Stimme? Mach dir dies heute völlig klar. Dies ist die fremde Stimme und die kennt dich nicht. Die weiß nicht, was es bedeutet. Die sagt dir zwar, ja komm, hey, da ist Spiritualität, das ist eine coole Sache, aber wir tun alles, damit wir es nicht lernen. Und dann gibt es die vertikale Stimme, die dir sagt, dass du dein Leben nicht mehr alleine führen musst, sondern du kannst dich an die Stimme deines hohen geistigen Selbstes wenden, das dich sicher in allem nach Hause führen wird. Alle Weggabelungen kennt, alle Hindernisse beiseite räumt und du friedlich, friedlich in eine gegenwärtige, glückliche Zukunft schauen kannst. Ist das ein Angebot für dich? Und dann musst du dich entscheiden. Ich weiß, wir müssen gar nichts, aber das musst du. Da kommst du nicht drum herum. Diese Entscheidung, die müssen wir fällen. Und die musste ich auch und immer wieder neu fällen. So geben wir das heute dir. Wir kommen mit einem gänzlich offenen Geist. Wir bitten um nichts, wovon wir vielleicht denken, dass wir es wollen. Gib uns, wovon du möchtest, dass wir es empfangen. Du kennst all unsere Verlangen und Bedürfnisse. Und du wirst uns alles geben, was wir brauchen, um uns dabei zu helfen, den Weg zu dir zu finden.
Was ist das heute für ein Tag? Ist es ein Tag, den du Gott geben willst? Oder ist es ein Tag, den du in deinen eigenen Belangen beenden willst? Ich möchte es an dieser Stelle nochmals deutlich sagen, wenn du Probleme willst und wenn du Probleme siehst und wenn du Probleme, wenn du diese selber lösen willst, dann gibst du diesen weiteren Tag und den weiteren und den weiteren und den weiteren dem Ego, dem Fremden in dir. Und der Fremde in dir macht dich nicht glücklich. Es ist keine Liebe, die Probleme deiner Kinder zu lösen. Es ist keine Liebe, Beziehungen zu harmonisieren. Es ist keine Liebe, irgendwo in irgendeiner Form gut zu sein. Liebe ist es, wenn du heute den Tag Gott gibst, die Gaben, die du in dir trägst, Gott gibst. Gib heute alles Gott, alles, vollständig, vollständig, vollständig. Sei heute klar, sei heute deutlich in dem, was dies bedeutet. Dies ist ein wichtiger Tag und ein wichtiges Erkennen. Wenn du dich erlösen willst, tue nur dies.